Hey Leute, hier ist wieder euer Kev von Edeka, heute mit einem absoluten Klassiker, die französische Zwiebelsuppe. Wir bereiten zuerst die Hauptzutat, die Zwiebel zu, dann schmecken wir die Suppe fein ab und als herrliches Topping haben wir Baguette-Scheiben gratiniert mit aromatischem Käse. Das Tolle an diesem Rezept ist, man braucht ganz wenig Zutaten, aber vor allem eins, die Zwiebel. Und damit starten wir jetzt. Die wird geschält und in Streifen geschnitten. Ich habe jetzt hier zwei große Gemüsezwiebeln, das sind 500 Gramm. Wenn ihr kleinere kriegt, könnt ihr natürlich auch mehrere nehmen. Jetzt schneiden wir in Streifen und dafür ist es wichtig, dass ihr so ein bisschen beachtet, wie die Zwiebel gemasert ist. Auf der Zwiebel habt ihr diese wunderbaren Streifen und genau so schneidet ihr sie auch. Wenn ihr sie nämlich gegen diese Streifen schneidet, habt ihr halbe Ringe. Also einfach in Richtung der schon angezeichneten Streifen schneiden. Jetzt geht es ans Anschwitzen. Dafür erstmal den Topf heiß machen und dann habe ich hier Olivenöl und da geben wir jetzt so 2 Esslöffel in den Topf. 1, 2. Das Olivenöl nicht zu heiß werden lassen, sondern wir wollen ja die Zwiebeln nur anschwitzen. Wunderbar. Wir wollen zwar ein bisschen Farbe haben, aber nicht, dass das Ganze zu schwarz wird. Denn Zwiebel hat auch einen hohen Anteil an Zucker und neigt dazu, schnell schwarz zu werden. Übrigens, im 18. Jahrhundert war Zwiebelsuppe ein arme Leute-Essen, welches in den Pariser Markthallen serviert wurde. Jetzt löschen wir das Ganze mit 100 ml Weißwein ab. Was gibt denn diese feine Säure? Boah, duftet auch hervorragend. Und dann kommt dazu der Gemüsefond, 800 ml. Diese tolle Farbe des Gemüsefonds, die kommt bei mir immer durch die Zwiebelschale. Die gebe ich immer in den Gemüsefond und dadurch kriegt ihr eine goldig-braune Farbe. Anstatt des Gemüsefonds könnt ihr natürlich auch gerne einen Hühnerfond oder einen Kalbsfond nehmen. Dann ist die Suppe allerdings nicht mehr vegetarisch. So, das sieht gut aus, wunderbar. Jetzt können wir das Ganze zugedeckt ca. 30 Minuten köcheln lassen. Dann geht der Geschmack der Zwiebel in den Fond über und die Zwiebel wird schön weich. Das Rezept findet ihr oben in der Infocard und für weitere Rezepte Kanal abonnieren nicht vergessen. Nun starten wir mit dem Topping und zwar Baguette-Scheiben geröstet mit gratiniertem Käse. Als erstes habe ich hier eine Knoblauchzehe. Die gebe ich mir in eine Presse. Hier in dem Fall nutze ich wirklich eine Knoblauchpresse, weil wir dadurch ein besseres Knoblauchöl bekommen und damit das Baguette bestreichen können. Dann kommt 1 Esslöffel Olivenöl dazu. Vermischen. Ich habe den Ofen jetzt schon mal auf 220 Grad Grill vorgeheizt. Und jetzt schneiden wir uns die Baguette-Scheiben. Ich mache jetzt mal 8 Scheiben Baguette, für jeden circa 2. Und jetzt kommt das Ganze auf das Backblech. Nun wird einmal hier das Baguette mit dem Knoblauch-Olivenöl bestrichen. Wenn ihr alle Scheiben bestrichen habt mit dem Knoblauch-Olivenöl, dann ab in den Ofen und sie rösten, bis sie goldbraun sind. Boah, das sieht richtig gut aus. Goldbraun geröstet. Übrigens, die Straßburger Variante der Zwiebelsuppe ist nicht mit so einer gratinierten Brotscheibe, sondern mit Croutons und einem rohen Eigelb. Man riecht schon den Knoblauch. Und da gebe ich jetzt ein wenig Hartkäse drauf. Ich habe hier einen Comté. Ihr könnt natürlich genauso gut einen Parmesan nehmen oder auch einen anderen Hartkäse. Und das Ganze wandert dann jetzt nochmal, der Ofen ist ja noch heiß, für 2 Minuten, bis der Käse schön geschmolzen ist, zurück in den Ofen. So, jetzt wird nochmal abgeschmeckt. Schon mal sehr gut, richtiges Zwiebelaroma. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. So. Was ist eigentlich eure Lieblingssuppe im Herbst? Schreibt es mal in die Kommentare. Zum Schluss noch mal so ein bisschen als Eyecatcher gibt es 1/4 Bund Schnittlauch, noch mal ganz fein geschnitten. Suppe ist abgeschmeckt, Schnittlauch ist geschnitten. Jetzt hole ich das Brot aus dem Ofen. So, hier haben wir das lecker gratinierte Brot. So, jetzt noch etwas Schnittlauch und jetzt wird probiert. Oh, richtig lecker, ich liebe Zwiebelsuppe und ich habe euch hier noch mal 2 weitere Rezepte verlinkt. Und bitte Kanal abonnieren, dann sehen wir uns wieder mit vielen tollen, leckeren Rezepten. Bis dahin, euer Kev.